Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hausflipper. Es geht weiter. Wir kaufen jetzt das viertletzte Haus, weil vier haben wir wie gesagt nur noch. Und das nächste wäre Haus eines jungen Ehepaars. 282,90 Quadratmeter. Hat der ganze Spaß 243.613 und 20 Cent kostet der ganze Spaß. Auf 3 Etagen und 13 Räumen. Ein Haus im guten Zustand, es braucht nur ein wenig Auffrischung. 5 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, ein sehr großer Keller. Klare Empfehlung. Das schauen wir uns doch dann mal an. Das ist der Keller. Oh ne, das ist die untere Etage. Okay, ja, dann gucken wir uns das mal genauer an. So, und da wären wir. So sieht das gigantische Haus von außen aus. Dann gucken wir mal den Garten. Hier haben wir auf jeden Fall knappe 200 Quadratmeter weniger Garten, was schon enorm ist, als in dem vom letzten Haus. Hier haben wir eine ekelhafte, hässliche Terrasse. Und dann außerdem haben wir hier Maulwurfshöhe. Die machen wir aber später weg, wenn wir den Garten machen. Oh, das triggert, dass das nicht übereinander... Oh Gott. Gut. Ignorieren wir das mal und gehen rein. Beziehungsweise... nee. Abreißen wollte ich nicht. Ich wollte eine neue Haustür haben. Da das ja ein sehr modernes... in ein Mikro gekommen. Ein sehr modernes Haus ist, würde ich auch eine noble Tür nehmen. Dafür würde ich mich für dieses Modell entscheiden. Und dann einfach mal Wengeholz nehmen. Das benutzen wir nämlich viel zu wenig, weil ich es an sich nicht so schön finde. Aber diesmal benutzen wir es einfach. So, die neue Türe wäre drinnen, auch wenn sie eigentlich nicht gut sitzt. Wir lassen es jetzt aber so. Dann, Moment, ja. Kaufen wir diese Türen alle einmal und schauen uns die Gegend hier an. Hier haben wir ein klitzekleines Zimmer. Da müssen wir auch mal wieder Fenster putzen. Mussten wir ja auch schon länger nicht mehr. So. Und Moment, da machen wir die Außenfassade direkt mit sauber. Gut, und hier auch. Da muss man immer auf die Map gucken. Da wird das immer angezeigt. Gut, das hätten wir dann auch. Dann haben wir hier noch ein kleines Zimmer. Dann hauen wir den erstmal raus, genauso wie das. Und die Heizung, die setzen wir nachher einfach neu, so wie wir die dann brauchen. Beziehungsweise hinhaben möchten. Dann mache ich hier einmal Fenster putzi putzi und dann machen wir hier sauber. Geht das hier nicht? Doch, wollte gerade sagen. Normalerweise geht es. So, dann wäre der Raum hier auch sauber. Dann haben wir hier ein Badezimmer. Da entfernen wir auch die ganzen Anschlüsse mal, weil die wir dann neu legen. Und ein Feuermelder im Badezimmer macht keinen Sinn. Würde nur unnötig ausgelöst werden. Und dann einmal Fenster putzen. Und dann sind wir hier schon im Wohnbereich. Das machen wir einfach mal weg, genauso wie den Kamin. Und einmal da, dann die Küche einmal raus. Und die Deckenlampen. Und Heizung gibt es hier keine. Die machen wir auch mal raus. Und dann putzen wir erstmal. Einmal durch. Und dann einmal noch den Boden an sich. Gut, und dann noch die Fenster. So.
So, die wären auch komplett sauber. Dann haben wir hier noch... Hier geht's runter, okay. Dann haben wir diesen hier. Und dann... Da gucken wir uns erstmal oben an. Ich weiß nur nicht genau, wo es hier dreckig ist. Ich glaube, da kommen wir dann nicht durch die Wand dran. Müssen wir dann von außen machen. Gut, dann machen wir einmal den Flur sauber und verkaufen erstmal einmal alle Türen. Gut. Und gehen einfach mal ins zweite Badezimmer. Auch hier macht das keinen Sinn. Und das machen wir erstmal alles weg. Gut, und dann natürlich sauber. So, dann noch ein Schlafzimmer. Und das erstmal weg und dann das Fenster. So, und das hier. Dann gehen wir einmal gegenüber. Hier ist nichts mehr drin. Hier ist auch ein ziemlich großes Zimmer. Und machen dann hier auch mal sauber. So, dann haben wir das. Und dann geht es gleich in den nächsten Raum. So. Das haben wir, das haben wir. Dann haben wir einmal hier eine riesen Dreckigkeit. Wenn man das so sagen kann. Ist nicht mal ein Wort, aber egal. Gut, dann reinigen wir jetzt nochmal die Fenster. Man kennt das ja schon. So. Zack und sauber. Dann haben wir gegenüber noch ein Zimmer. So, und die letzten Fenster. Dann haben wir das nämlich auch. Gut, dann haben wir hier oben 1, 2, 3, 4 Schlafzimmer und ein Bad. Oh, da geht's runter. Hier unten haben wir irgendetwas und ein Bad. Und dann geht's noch weiter runter in den Keller und der soll ziemlich groß sein. Ja, ist er auch. Machen wir mal kurz hier eben sauber, wo auch immer der Dreck hier sein soll. An der Decke, gut. Hier ist alles tutti, hier ist alles tutti. Gut, dann können wir natürlich hier unten noch Zimmer hinmachen, ne? Weil hier unten ist ja auch enorm viel Platz. Aber auf jeden Fall ist hier alles renovierungsbedürftig. Und die können wir auch erneuern, dann uns nämlich oben dran anpassen. Dann sieht es nicht ganz so abgeranzt aus. Guck mal, das sieht doch schon deutlich besser aus. Ja. Dann würde ich sagen, verlegen wir erstmal den Boden und dann gucken wir uns nach Türen um. So, wir haben jetzt den Boden verlegt. Ich habe doch die graue Treppe genommen, weil zu den anderen, anderen Treppen die keinen passenden Boden gibt. Und deswegen habe ich jetzt den grauen doch genommen. Und ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Hier oben konnte ich das auch ändern, Gott sei Dank. Und hier hatten wir nicht dasselbe Holz, sondern ich nehme jetzt hier einfach die Fliesentreppen. Genau, dann habe ich vor, hier
unsere heißgeliebte Sauna reinzumachen, mit dem Durchgang vom Badezimmer aus. Dann machen wir erstmal, obwohl das scheiße aussieht, wenn man das mit dem Fenster, ne? Hier ist aber auch ein Fenster drin, okay. Habe ich über... Ich meine, wir könnten auch alternativ das größer machen. Und dann können wir... Moment, was war jetzt mein Gedankengang? Das möchte ich so lassen. Dann machen wir nämlich erstmal hier die Mauer rein. Ich muss erstmal kurz Schritt für Schritt jetzt erstmal meinen Gedankengang wiederholen, den ich vergessen habe. So. Ich meine, eigentlich könnten wir einfach hier ein großes Bad auch reinmachen. Mit Waschmaschinennische und die Sauna in den Keller verfrachten. Würde ich nämlich hier die Tür zumachen. Und dann doch die Tür hier drinnen lassen. Und dann können die Fenster nämlich drinnen bleiben. Dann hätten wir hier ein großes Badezimmer. Dann können wir hier die Küche reinmachen. Und dann hier einen Essbereich im Großen und hier dann das Wohnzimmer. So ist der Plan. Dann machen wir da nämlich erstmal eine Türe rein. Können wir hier rein. Das würde sogar... Oh, das passt sogar mit der Deckenhöhe. Dann kommt man nämlich dann hier ins Zimmer rein. Das finde ich gut, aber da müssen wir noch das andere Holz wählen. Gut, dass das... Nehmen wir nämlich hier. Und hauen das dann da rein. So. Und das kann man ja dann offen lassen, wenn man dann zur Küche will. Oder wir versetzen den Eingang einfach hier hin und machen hier zu. Würde sogar passen. Dann machen wir nämlich hier zu. Warten, bis die Blöcke weg sind. So. Und dann machen wir nämlich hier eine Türe rein. Genau. Müssten wir da noch den Boden ändern, aber das macht ja nichts. Gut, dann hätten wir nämlich hier den Flur, wo wir... Haben wir hier die Tür zugemacht, ne? Ja, das können wir eigentlich so lassen. Dann lassen wir hier das Badeingang und... Oder machen einen zweiten rein. Dann machen wir den wieder auf. Oh Gott, jetzt bin ich hin und her gerissen, ne? Komm, wir machen das wieder auf und machen da wieder die Tür. Okay, das war jetzt ein bisschen unüberlegt alles, aber egal. Ist ja schnell gemacht. Zack, fertig. Gut, dann kommt hier nämlich eine Tür rein und dann würde ich hier auch noch Mauer setzen, aber nur so eine... So.
einfach so mitten rein. Gut, dann ergänzen wir dort. Ah, nee, da kommt eh eine Tür drauf, ne? Dann machen wir hier diese schwarze Tür wieder rein. Oder gibt es da auch Wängeholz? Doch, gibt es. Glas können wir lassen. Dann nur noch den Rahmen. Wänge. So, kommt hier nämlich die Küche rein und da müssen wir doch das da ändern. Machen wir eben schnell. So. Dann haben wir da Küche. Und hier machen wir zwei Badezimmertüren rein. Die hier. Aber natürlich alles in Länge. Moment. Und... Oh, das war die falsche Farbe. Das obere können wir Glas nehmen. Und dann würde ich das mit... dem Holz einfach abgesetzt lassen. Das sieht eigentlich ganz gut. So, dann haben wir nämlich hier Tür Nummer 1 und Tür Nummer 2 machen. Folgt sofort. So, zack. Genau, dann haben wir nämlich hier den Flur. Und dann gehen wir oben nämlich die Badezimmertür auch eben einsetzen. Direkt geradeaus. Dann haben wir das. Dann können wir die Tür auch direkt einsetzen, nur nicht so falsch. Rahmen wieder. Und dann haben wir hier überall auch schon mal die Türen drinnen. Und ja, dann können wir nämlich hier mit dem Flur beginnen. Da machen wir jetzt erstmal die Tapete rein. Das wäre jetzt die Variante, diese Tapete und dazu das Lila. Das ist eine gute Kombination. Man kann das auch gut mit Blau halt kombinieren, aber ich habe jetzt diesmal Lila genommen. Und da machen wir als erstes eine Deckenlampe rein. Da würde ich irgendwas Hochwertigeres nehmen, wenn man das hochwertig nennen kann. Machen wir erstmal das hier rein und dann haben wir hier einen Lichtschalter und zack. Dann ist es schön hell geworden. Dann können wir beginnen mit den Flurmöbeln. Und zwar würde ich dann hier sowas nehmen in Weiß. Das würde nämlich hier prima auf diese Wand passen. Natürlich darf das interpretiere ich als Schlüsselbord. Das ist eigentlich so große Haken, das ist natürlich für Jacken gedacht. Aber ich nehme das als Schlüsselbord. Und dann holen wir uns einen Spiegel rein. Dann nehmen wir wieder unseren Standard. Und ja, ist eigentlich egal, wie auf welcher Wand, ne? Nehmen diese Wand dafür und holen uns zusätzlich die Sitzbank, die wir immer benutzen. Nee, das ist zu fett, ne? Vielleicht das hier. In so einem zarten rosa Ton. Aber nee, die gefällt mir nicht. Und das Leder. Vielleicht hier sowas. Aber in weiß, nicht in schwarz. Nehmen wir Leder. So, und machen das Ganze so. Dann hat man hier noch was zum Sitzen, zum Schuhe anziehen. Uppala. Oder zu was auch immer. Rücken wir da ein Stück. Und dann können wir schon mit dem Teppich beginnen. Hm.
Wir können auf jeden Fall vielleicht hier sowas noch mit reinmachen. Einen Teppich. So. Und vielleicht dann hier so einen hellen Teppich. So. Das rundet den Eingangsbereich noch ein bisschen mehr ab. Und natürlich, unsere heißgeliebten Pflanzen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Hier die Ecke wäre eigentlich richtig geil. Aber dafür stört das hier. Das knallen wir erstmal da oben hin. Und dann passt du auch dahin, oder? Ja. Die reicht dann auch schon. Und das können wir dann einfach wieder verkaufen. So. Und dann holen wir uns den Hund hier rein. Da. Und stellen den hier so leicht schräg an diese Wand. Und machen oben dann noch ein schönes Gemälde hin. Ein längliches würde ich bevorzugen. Frage ist ja dann nur noch, welches Motiv nehmen wir dann? Wie immer, hier vielleicht eine Blumenwiese. Ich glaube, das Gemälde hatten wir bis jetzt auch. Wow, das ist aber riesig. Nicht. Darum nehmen wir das jetzt. Passend zum Hintergrund. Eine richtige Wonne. So. Ja, das war's dann schon mit dem Flur, ne? Licht und einfach. So, mehr in die Mitte. Dann hat man hier einen schönen Flur. Dann können wir nämlich direkt ins Badezimmer gehen. Dann würde ich nämlich mit der Wand beginnen oder mit den Wänden und gucken, welche Fliesen es dann werden. Das jetzt aus. Ich würde als erstes hier erstmal Licht reinmachen, also den Boden mit dem Kontrast und den Kacheln. Das vorweg. Und dann machen wir erstmal Licht rein. Nehmen wir die Halogenstrahler. Genau, dann sollte das nämlich hell genug sein. Und dann machen wir als nächstes erstmal Vorhänge rein. Also eher gesagt ein Rollo. Nehmen wir einfach das hier. Und einmal da auch. Und dann montieren wir den ganzen Spaß. Oh. Nein, mach das Fenster zu. So, dann haben wir schon mal einen Sichtschutz und dann brauchen wir nur noch die nötigen Anschlüsse. Da fangen wir mit der Dusche an. Die hauen wir nämlich genau direkt hier dran. Da stört sie nämlich niemanden. Außerdem würde ich... Okay. Daneben die Toilette hinbuxieren. So, und entsprechend hier auf der Wand das Waschbecken. Oder zwei. Zwei würden, glaube ich, gut sich hier auch gut machen. Und dann des Weiteren machen wir eine Heizung hier auf die Seite. Und zwar aber... Ja, machen wir die dahin. Und einen Waschmaschinenanschluss. Den packen wir ja hier so hin.
Und dann montieren wir mal den ganzen Spaß. Dann fangen wir mit der Dusche an. Da finde ich keine Duschen, aber hier... da nehmen wir das hier. So und lila. So. Perfekt. Und hier dann als nächstes die Toilette. Dann nehmen wir das hier. Und dann die zwei Waschbecken. Dafür machen wir erstmal die Anschlüsse auf. Und dann nehmen wir, was wir gut nebeneinander platzieren können. Und das wären die hier, wären glaube ich am besten. Das können wir auch dann in dem Grau lassen. Dann machen wir das eine so hier hin. Und das zweite stecken wir direkt daneben. Und dann sind die sogar fast relativ mittig. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Dann kommt man hier nämlich noch gut durch und dann können wir als erstes die Heizung montieren. Die hauen wir hier so weit rüber wie möglich. So, dann haben wir die auch und dann als nächstes die Waschmaschine. Also der Anschluss müssen wir erst aufdrehen. So. Dann kriegen wir die auch hier auf. So, und wieder zu. Und dann ist die Waschmaschine hier drinnen. Und dann können wir hier auch einen Trockner direkt platzieren, damit wir das vollständig haben. So. Dann haben wir hier quasi das Badezimmer und hier einen kleinen Waschraum. Gut, dann können wir uns um die Accessoires, Spiegel etc. bla bla kümmern. Dazu oder ja, eine Handtuchheizung würde sich vielleicht hier gut auf der Wand machen. Dann nehmen wir noch eine Handtuchheizung dazu. Auf der anderen Seite geht das natürlich nicht wegen der Dusche. Dann haben wir die hier drin auch. So, dann haben wir das auch. Gut, dann gucken wir jetzt mal nach Deko. Wie immer machen wir hier eine Art Fußmatte hier rein. Dazu nehmen wir uns diesmal hier so einen neutralen. Ich würde die so einen hellgrau nehmen. Teppich. Oh, der ist ein bisschen arg groß. Und die kleinere Variante, die machen wir einfach hier so hin. Hier muss nichts hin. Und dann hätten wir das auch schon. Und des Weiteren können wir uns erstmal um einen Spiegel bemühen. Vielleicht, ja, nebeneinander sehen die beiden scheiße aus, ne? Vielleicht machen wir uns hier unseren eigenen Spiegel wieder. Bisschen rüber, so. Trotzdem schief. Dann kommt der erstmal dahin und der kann auch da bleiben. Dann haben wir hier eine riesige Spiegelfront.
Und das reicht dann auch, ne? Eine Uhr darf selbstverständlich hier drinnen auch nicht fehlen. Da nehmen wir diesmal die silberne Variante. Die hauen wir über die Spiegel. Und dann passt das dann nämlich auch ganz gut. Außerdem nehmen wir uns jetzt wieder hier, bepflanzen wir das Badezimmer. So. Eine kleine grüne Mini-Oase. Das haben wir alles. Dann können wir uns um die... Nein, nicht Gartenzubehör. Zubehör kümmern, genau. Das war das richtige Wort. Nehmen wir Grau. Aber hier können wir das oben scheinbar nicht platzieren. Wir gucken erstmal kurz nach Badezimmermöbel. Dann wären ja hier die richtigen. Ah, okay. Haben wir irgendwas Schmales, was wir daneben packen können? Das würde perfekt passen. Dafür sind die aber zu groß. Dann machen wir das erstmal kurz weg und dann knallen wir das exakt daneben. Und hier nehmen wir auch einen. So, und dann haben wir hier eine große leere Fläche für die Spiegel. Aber darum kümmern wir uns gleich. Da können wir hier noch den Schrank hinpacken. Und dann haben wir genug Sachen zum Hinstellen. Und dann gucken wir erstmal nach Zubehör. Spiegel machen wir gleich. Und nehmen hier das Grau wieder auf. Und es geht doch hier hin. Aber das schadet ja nicht trotzdem, Schränke zu haben. Die Seife stellen wir hier in die Mitte. Ein Seifenspender für zwei Waschbecken reichen. Sollten reichen. Und dann nehmen wir das Handtuch, was hier leider keinen Platz mehr findet. Da nehmen wir hier, glaube ich, eher sowas. Und machen das einfach hier hin. Einmal in diese Ecke und einmal in die andere hier. Dafür rutschen wir mit dem Schrank ein bisschen. So. Macht keinen Sinn, ich weiß, aber besser als gar keine vorhandenen Handtücher. Und dann nehmen wir hier die. Und hängen. Das hier so neben. Dann hätten wir das nämlich auch und natürlich das Klopapier darf nicht fehlen. Und dann hätte ich gerne hier noch einen Wäscheständer. Den hauen wir uns einfach vor. Dann ist nämlich alles Verfügbare im Badezimmer platziert, abgesehen von einem Mülleimer. Warum nehmen wir eigentlich immer den hier? Wir haben doch auch 1000 andere Mülleimer, oder? Nehmen wir mal diesen viereckigen, riesigen Mülleimer. Den wir einfach da, mitten rein platzieren. Damit man von beiden Seiten gut drankommt. Und den Wäschesammler machen wir oben. Dann brauchen wir noch Spiegel. Da müssen wir nämlich einen neuen machen. Da gucken wir mal, was die Ecke hier so... was hier so reinpasst. Mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück. Dann machen wir hier eine große Spiegelfront. Und so passt das doch perfekt. Das ist doch supi. Ja, das ist das erste Badezimmer. So sieht das... Ah, hier oben... Okay, da oben würde ich noch... Regale machen mit Handtüchern drauf oder so.
dann nehmen wir hier einfach so ein Holzbrett. Einfach so. Zack. Da wir sowas wie Waschmittel oder sowas hier nicht haben, können wir Handtuch, welche die nehmen. Oder auch nicht. Handtücher. Ja, da kriegen wir wohl die, die ich brauche. Dann nehmen wir die doch. Und packen die hier einfach drauf. Zack. 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 Ja, ist doch schön geworden. Mal wieder was anderes als sonst. Genau, hier haben wir dann den schönen Flur. Machen wir den mal andersrum. Und dann kann man hier auch noch raus. Da muss man nicht immer hier durchlaufen und dann ins Bad, sondern geht dann hier durch und ist dann schon da. Man muss dann nur dran denken, entsprechend die zweite Tür auch abzuschließen. Hier fehlt noch eine Tür, sehe ich gerade. Da können wir noch direkt eine reinmachen. Ja, die Glastür wird wohl reichen. Dann kann man hier problemlos einfach runter. Gut, dann würde ich nämlich die Küche machen. Die packen wir hier rein. Dazu mache ich erstmal die Wände. So, da wäre ich jetzt fertig. Ich wollte eben schnell noch eine Lampe platzieren. Da nehmen wir dasselbe Modell wie im Flur. Und wir müssen einen neuen Lichtschalter an die Wand machen, weil ich den alten gerade gelöscht habe. Oder entfernt, eher gesagt. Hast du mich nicht? Oha. Das knallt aber doch. Dann nehmen wir blau. So. Das ist jetzt die Farbkombination. Die passt ganz gut zusammen, auch mit dem grauen Boden. Dann würde ich als allererstes Vorhänge platzieren. Dann nehmen wir hier die schmale Variante und das helle Lila. Oder wir nehmen graue als Kontrast. Nehmen wir die blumigen. Dann ist es nicht allzu krass lila. Wir brauchen ja immer eine kleine Kontrastfarbe. Dann passt das auch. Damit das auch nicht so eintönig wird. So. So sieht das Ganze dann aus. Dann können wir direkt eine Heizung montieren. Die machen wir da ganz in die Ecke, damit die keinen stört. So, das hätten wir auch. Und dann können wir uns um die Küchenzeile kümmern. Da würde ich auch gerne hier diese graue nehmen. No man. Ist das und dann ich direkt nach Spüle und nehmen wir mal die hier. Material. So grau, hä? Okay. Dann klicken wir mal kurz alles durch. Dann würde ich das hier nehmen, das sieht am schönsten aus. Und das können wir genau zentral hier drunter platzieren. Und dann möchte ich einen Eckschrank haben. Dann schaue ich mal eben
Varianten wir denn da haben. Nur das hier und... Aber da ist ein Waschbecken drin. Bin ich blind? Das hier, ne? Und das gibt es als Eckschrank. Aber warum nicht in Grau? Oder war ich wieder mal zu schnell? Ich will aber nicht das Waschbecken dabei haben. Es gibt tatsächlich nur die hier. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Ja, dann müssen wir auf den hier zurückgreifen, damit ich meine Ecke bekomme. Gut, und dann? Haben wir auch nur einen pinken Herd. Das ist seltsam. Da schaue ich doch lieber mal nochmal so durch. War. Wie gibt es wohl? Hä? Moment. Doch bekloppt. Warum nicht in der Auswahl? Oh, weil. Nee, Mann, heiß, meine Fresse. Heiß ernst. Naja. Nehmen wir die, ja? Und dann... Das dahin machen. Und dann brauchen wir natürlich noch den Herd. Den wollte ich hier so hinmachen. Und den holen wir uns gleich. Dann würde ich gerne den offenen haben, den es hier nicht gibt. Den es wahrscheinlich hier gibt. Okay, das ist echt zu breit. Das so. Stellen das dahin. Docken das dann hier an. Wir müssen noch ein Stück zurück. So. Und dann kommt daneben noch was. Echt unglaublich, ne? Warum heißt denn das eine Snowman und das andere Schneemann? Das macht doch gar keinen Sinn. Okay, der kann dann doch schon breiter sein. Nehmen wir den 60er. Und dann passt das wie angegossen hier rein. Dann haben wir hier eine vollständige Küche und da würde ich gerne auch noch einen Schrank hinmachen. Dann nehmen wir hier auch wieder die breite Variante. Das dürfte dann ganz knapp oder auch nicht passen. Gut,
Dann nehmen wir doch den 60er Schrank. Und haben hier eine schöne Küche. Endlich. Gut, dann müsste noch ein Kühlschrank platziert werden. Aber ich würde zuerst gerne noch hier auf der anderen Seite nochmal Arbeitsfläche machen. So, und daneben den Kühlschrank. Gut, und dann hätten wir eine vollständige Küche. Dann würde ich hier auf das kleine Stück noch Hängeschränke machen. Und dazu nehmen wir hier, obwohl die sehr klein sind. So, dann passt das nämlich hier. Da ist eine Lücke, ich weiß, aber was nicht ist, ist nicht. Dann haben wir noch eine schmale Variante. Ganz, ganz schmale. Der ist zu groß, aber das passt auch nicht mehr dahin. Gut, dann lassen wir das so. Dann haben wir hier noch Hängeschränke. Hier machen wir nichts hin und dann können wir uns anders einrichten machen. Mülleimer könnten wir auch platzieren, dann können wir hier wieder den klassischen Metallmülleimer machen, den können wir dann hier einfach versteckt in die Ecke knallen. Einen Mülleimer kann man ja immer gebrauchen. Und dann dekorieren wir. So. Das hätten wir. Und dann können wir die nicht. Moment, das waren die hier, oder? Nein. So, dass wir das dann hier ein bisschen eingeräumt haben. Gut, dann eine Spülmaschine habe ich jetzt nicht drinnen. Dann nehmen wir hier unser Abtropf-Dingsbumsi wieder. Klassischen Küchenutensilien. Und einmal das hier. Wir haben die Abzugshaube vergessen. Dann knallen wir das nämlich dahin. Dann machen wir die Abzugshaube gleich noch dahin. Und dann machen wir erstmal den Rest hier. Nee, okay. Passt hier auf die Wand. Nice. Gut. Dann hätten wir das hier und dann möchte ich gerne noch bei Küchenmöbel die elektronische Geräte. Nehmen wir die hier und hauen das da oben drüber. Und dann haben wir hier noch die Kaffeemaschine. Einfach mitten rein platzieren und den Toaster, den machen wir auch einmal hier hin und dann können wir daneben wieder Kaffeetassen oder sowas. Keiner macht das, ich weiß, aber Deko-Elemente. Machen wir da einfach Kaffeetassen hinter, nehmen und ja.
Ich meine, es gibt da solche Aufhängeständer da für Kaffeetassen. Den hätte ich hier auch gerne. Das wäre ein optimales Gadget quasi. Um das hier schöner zu machen. So, dann können die literweise Kaffee vertilgen. Gut, und daneben kommen dann die kleineren Tassen. Für den kleinen Durst. So. Das wäre dann meine ausführliche oder nicht ausführliche Küchendeko. Und da muss noch ein Bild hin. Das ist nämlich da verdammt leer. Und dann machen wir das eben schnell. Dann nehmen wir halt diese Klischee-Küchenbilder, wo mit Essen drauf ist und so weiter und so fort. Genau, das hier. Das füllt den ganzen Platz nämlich aus. Und dann mehr muss hier nicht rein. Das wäre die Küche. Schön groß. Kühlschrank habe ich diesmal auch dran gedacht. Und dann können wir hier in den Wohnbereich gehen. So, das wäre jetzt das Wohnzimmer. Ich habe jetzt mich für diese Tapete entschieden. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ganz gut aus, wie ich finde. Und dann machen wir als erstes Vorhänge rein. Da würde ich hier auch wieder dieselben wie in der Küche nehmen. Hallo? Ich hoffe, das passt da auf die... Ja, perfekt. Nice. Gerade so, aber es passt. Weil das war halt nicht ersichtlich. Aber wie angegossen, nice. Dann machen wir als allererstes die Heizung rein und die Klimaanlage. Sonst vergessen wir die wieder. Bam. Da dran. Und Klimaanlage. Die machen wir hier relativ zentral. Dann machen wir hier in die große Heizung rein. Das würde, glaube ich, ganz gut passen. Und dann beginnen wir hier mit dem Essbereich, wie ich gesagt habe, dass wir da einen großen Esstisch hinmachen. Und dann schauen wir mal, welches Modell wir dann nehmen. Wird, glaube ich... Nicht den hier tendieren. Dann machen wir das Ganze so. Oder so. Tropsy ist das. Da gibt es aber bestimmt keine Stühle für, wie immer. Ich habe es ja eigentlich immer gerne passend.
Aber Topsy wird's auch nicht geben. So wie die meisten. Nö, Topsy gibt es nicht. Da nehmen wir den hier, aber mit weißen Beinen. Und dann haben wir hier noch den Besucherstuhl. Und hier auch. Dann machen wir nämlich einen großen Tisch raus. Weil, wie gesagt, das ist halt die Esszimmerecke. Und ja, da können wir das ruhig machen. Und dann würde ich erstmal einen Teppich platzieren. Ich würde jetzt keinen lilanen nehmen, sondern vielleicht einen großen grauen Teppich. Der würde, glaube ich, ganz gut dahin passen. So, geht ein bisschen am Boden unter. Aber so ist es nun mal. Und dann würde ich gerne noch ein Regal platzieren im Hintergrund. Da gibt es jetzt nicht unbedingt die Esszimmerregale, die wir hier haben, sondern nehmen wir die Farbe, das hin und das auf die andere Seite und dann ist das schon ein bisschen mehr befüllt. Dann natürlich eine Deckenlampe. Dann nehmen wir diese hängende Lampe, die wir gut über den Tisch hängen können. Und dann nehmen wir auch weißes Holz. Die hängt nämlich gut da. Perfekt. Und dann können wir uns um das Drumherum kümmern. Wir brauchen nämlich noch dringend Pflanzen. Aber ich glaube, die würden wir platziere ich, wenn wir das Wohnzimmer eingerichtet haben. Das machen wir jetzt eben. Brauchen wir natürlich auch ein schön großes Sofa. Und da nehmen wir den Wasser. Nehmen wir das hier in weißem Holz. Man hier schön viel Platz auf der Couch und dann können wir noch einen Tisch platzieren, der sollte aber nicht allzu groß ausfallen. Einfach, glaube ich, hier so die kleine Variante. Und selbstverständlich brauchen wir noch einen Fernsehschrank. Lass mich mal kurz was ausprobieren. Mein Kopf rattert gerade wieder. Ja, so finde ich das eigentlich ganz gut. So, gut, dann weiter. War nur so eine reingeworfene Idee. Nehmen wir die Variante mal wieder. Können wir auch direkt den Fernseher drauf platzieren. Ja, geht doch. Dann brauchen wir nur noch eine Deckenlampe. Da würde ich hier das große Modell nehmen. So, und dasselbe machen wir dann hier rein. Und dann sollte es anständig hell sein. Dann gucken wir mal nach einer Lampe. Genau, war richtig. Da würde ich gerne ja große, schöne Stehlampen haben, die jetzt
dahin stellen. Und dann können wir uns noch um weitere Regale bemühen. Da würde ich hier sowas nehmen. Gibt es auch ein Wengeholz? Würde ich gerne hier hin platzieren. Und hier würde ich gerne noch einen Sessel hinstellen. Machen wir, also gleich nachdem wir nochmal nach Regalen gucken. Da nehmen wir. Wo stellen wir es überhaupt hin? Ich glaube nirgendwo mehr, ne? Gut, dann ein Sessel. So, so als Leseecke. Ja, das passt doch ganz gut hier alles. Teppich. Hier hätte ich gerne so einen runden Teppich. Nee, das vielleicht nicht unbedingt. So eine Variante. Müssen wir, glaube ich, auf diesen 0815 runter gehen. Gell? So. Ja. Und dann noch Pflanzen, generelle Deko und. Da nehmen wir, glaube ich, die hier wieder. Die im Flur, die passt ganz. Hier wäre eine noch ziemlich cool. Kriegen wir vielleicht auch noch hin. Mal rutschen. Moment, dann würde ich aber in die andere Richtung rutschen. Dann wird das hier. War jetzt perfekt. Ne, das kriegen wir hier nicht mehr hin. Kriegen wir das hier hin? Nein, auch nicht. Hier. Ja. Dann machen wir da dieses Trockengedöns hin und oh, scheiße, das wollte ich eigentlich nicht. Das du sollst nämlich da hinten in die Ecke noch. Ja, Pflanzen machen alles besser. Und dann. Gucken wir nochmal nach Deko. Nehmen wir hier unsere Dinger wieder und gehen die erstmal hier hin. So, nämlich, ne? Dann brauchen wir noch Deko hier in den Regal. Dann vielleicht noch so eine Stehlampe da rein. Nein, das finden wir da alles nicht. Lampe. Ja. Hier das Ding, das Pendant zu der Deckenlampe, die da oben hängt. Und man wird quasi angestrahlt vor Helligkeit. Und dann nehmen wir noch Gemälde dazu. Die dürfen natürlich nicht fehlen. In fast jedem Haushalt sind Bilder. Ich glaube, das hatten wir noch nicht, ne? Das passt nämlich sehr gut da oben.
das ist doch echt schon geil hier geworden. Was wollte ich jetzt? Eine Uhr wollte ich. Die hauen wir einfach hinter dem Fernseher. Das passt so ganz gut. Hier, das würde ich in der Tat einfach so leer lassen. Und dann würde ich da noch dekorieren. So, und dann haben wir hier noch eine schöne Ecke. Hier würde ich das auch so lassen. Dann haben wir hier den Essbereich. Die Ecke ist damit gut ausgefüllt. Und hier den Rest vom Wohnzimmer. Ja, sieht doch ganz nett aus. Gut, dann wären wir mit der unteren Etage fertig. Dann gehen wir nach oben und machen jetzt erstmal hier den Flur. Das wäre jetzt meine Auswahl. Ich habe jetzt hier eine leicht rosane Tapete genommen, dazu das Lila, was wir auch unten verwendet haben, und hier noch eine Akzentwand gesetzt. Dann würde ich mich erstmal um Licht kümmern, weil das ist dann doch schon ziemlich dunkel hier. Oder nehmen wir dieselbe Licht wie unten. Einmal hier und einmal hier. Haben wir hier irgendwo einen Lichtschalter? Nö. Gut, dann machen wir die Halogendinger hier oben weg. Und dann bauen wir mal nach einem Lichtschalter. Meine Güte. Und ja, das ist gut genug. Und dann, ja, würde ich hier eigentlich nichts machen. Würde ich hier lediglich vielleicht einen Teppich reinlegen. Also, ja, den hier. Und hier vielleicht eine Pflanze hinstellen. Also viel lässt sich ja hier nicht machen. Wir den Lichtschalter ab, aber woanders hin. Und genau. Hier oben ist halt nicht wirklich viel Platz, was wir beanspruchen können, aber wir können Bilder hinhängen. Frage ist dann halt nur, was? Gucken. Ich hatte eben noch eins im Blick, das hier. Können wir vielleicht hier hinhängen? Das vielleicht nicht. Hier laufen Kinder rum. Das ist L. Nice. Da nehmen wir vielleicht das abstrakte Basketballfoto für die andere Seite. Und dann hier vielleicht noch an der Wand irgendwelche kleinen Wandleuchten, damit man die Treppe auch besser sehen kann. Vielleicht dann hier über die hier. Keine echten Lampen, oder? Nee. Also Herzen. Gut, dann gehen die erst an, wenn man sich auf die Schnauze legt oder gelegen hat. Gut, ja, das war es dann schon für den Flur. Ich würde hier wirklich einfach nicht. So, dann würde ich erstmal das, guck mal, 18 Quadratmeter, 16, 15 und 19. Dann nehmen wir das Größte für das Elternschlafzimmer und machen hier erstmal die Wände.
So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe halt diese Tapete genommen und dazu diese Farbe gewählt. Dann würde ich erstmal Licht reinmachen und dann anschließend Heizung, Klimaanlage und Vorhänge. Ich hoffe, dass ich das auch behalte, damit wir das auch in der Reihenfolge machen. So, erstmal Licht. Dann Vorhänge. Vorhänge zuerst, weil sonst können wir die Heizung nachher nicht mehr montieren. Problem hatten wir ja schon mal. Hier würde ich, glaube ich, nehmen wir Rollos? Oder nehmen wir Vorhänge? Komm, nimm mal die wieder. Gut, dann platzieren wir als nächstes die Heizung und die Klimaanlage. Heizung wäre da, also der Anschluss und die gute Klimaanlage und dann installieren wir das auch direkt. So, das hätten wir und dann nur noch die Kabel. So, das hätten wir und dann können wir uns um die vernünftige Schlafzimmereinrichtung kümmern. Hier kommt wieder ein schön großes Doppelbett rein, weil wie gesagt wird halt Elternschlafzimmer. Und da würde ich einfach hier das nehmen. Da irgendwas passendes. Nee, eigentlich passt das überhaupt nicht, aber das nehmen wir jetzt einfach. Muss ja farblich nicht immer passen. Und dann kommen direkt Nachttische dran. Der ist zu groß. Da würde ich das hier vielleicht nehmen. So, und dann haben wir das schon mal. Und natürlich ein Kleiderschrank darf auch nicht fehlen. Dann nehmen wir hier den. Vielleicht in weiß und nicht in Stahl. Machen wir dann relativ hier, damit man hier reinkommt und nicht erdrückt wird von einem Kleiderschrank, sondern Freiraum hat zum Atmen. Kommode dazu. Und dann können wir schon an die Dekoration. Dann machen wir selbstverständlich einen Standspiegel wieder hier rein. Nee, das ist eigentlich ziemlich unpraktisch, den da zu haben. Aufgrund dessen, wenn die in ihrem Liebesakt sind, kann man im Spiegel dann das beobachten. Und das wäre nicht sehr sinnvoll, wenn man das bedenkt, weil es sind ja schließlich erwachsene Leute. Und dann, ja, passiert das eine oder andere Mal was. Und ja. Dann nehmen wir auch gleich glatt das hier. Das können wir schön übers Bett hängen. Gut, haben wir das auch. Pflanzen, ja, können wir hier auch machen. Aber da würde ich eine kleinere, dezentere Variante nehmen. Vielleicht den hier. Den können wir einfach dahin machen. Und dann würde ich gerne einen Teppich hier reinmachen. Und dazu nehmen wir das hier.
Der passt hier eigentlich ganz gut rein. So, haben wir das auch. Und dann brauchen wir noch ein längliches Gemälde oder mehrere Gemälde. Da schauen wir mal, was das hier so hergibt. Ich glaube, wir nehmen aber das in eine Nummer größer. So, dann haben wir nämlich das auch. Dann brauchen wir noch Nachttischlampen und ein bisschen drumherum Deko. Ja, das war's halt schon mit dem Schlafzimmer, weil mehr können wir eigentlich nicht machen. Und das hat ja, die Grundeinrichtung ist ja vorhanden. Also haben wir jetzt hier das Elternschlafzimmer. Dann können wir nämlich hier zum ersten Kinderzimmer gehen. Moment, das ist 18, 16 und 15. Dann machen wir das nämlich hier, wenn ich davon ausgehe, Moment, dass wir das an diese Familie verkaufen. Dann, ja, brauchen wir ein Familienzimmer, da müssen wir gleich noch was dran denken. Und diese Wände wurden noch nicht gebraucht, okay. Genau, halt Ehepaar, das hat ein Zimmer, dann 1, 2, 3 Kinderzimmer und die Oma verfrachten wir einfach in den Keller. Gut, dann machen wir nämlich hier für das ältere Mädchen das Zimmer, also für sie quasi. Ein Traum in Lila und mit schöner Tapete, passend für ein älteres Kind. Das ist jetzt nicht allzu kindlich gestaltet. Und so sieht das dann aus. Dann können wir als allererstes nämlich wieder die Vorhänge platzieren. Fenster da. Und dann nehmen wir hier wieder unsere Standardvariante. Und dann würde ich auch hier wieder die weißen nehmen. Und das passt. Gott sei Dank da auf die Wand und dann auch welche. So. Gut, dann hätten wir das auch unten. Selbstverständlich kommt Heizung und Klimaanlage hier auch rein. Heizung kommt dahin, Klimaanlage hier drüber und dann installieren wir den ganzen Spaß. So, das war's dann. Und dann können wir Zimmermöbel nehmen. Schlafzimmermöbel. Natürlich sind das Zimmermöbel, was denn sonst, ne? Und dann nehmen wir hier das, ne? Das sieht ganz gut aus. Dann würde ich sogar das nehmen. Weißes Bettlaken, weißes Stell. Und dann haben wir hier das auch. Dazu passende Nachttische, dann können wir hier sowas optisch romantisch
romantisch nehmen. Wie auch immer. Und natürlich einen passenden Kleiderschrank. So, das hätten wir. Dann möchte ich gerne einen Schreibtisch platzieren. Etwas Kleines. Das ist eben zu klein, glaube ich. Hier, das hier, ne? So, und dazu natürlich der passende Stuhl. Und dann nehmen wir das noch hier in die Ecke. Und dann schauen wir nochmal. Ich wollte einen Standspiegel dort in die Ecke platzieren, den hier. So. Und dann haben wir auf jeden Fall einen passenden Teppich zu der Tapete. Den können wir da hier reinmachen. Oder der. Nee. Gut, dann ein Gemälde. Ist ja ein Teenager, dann können wir halt sowas möchte gern cooles nehmen. Vielleicht hier sowas. Ganz brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber das ein oder andere Spielzeug. Aber dafür möchte ich erstmal noch ein Regal aufhängen oder hinstellen oder auch immer was. Oder was auch immer suchen. Der hier ist doch ganz süß. So. Und da können wir halt diese Stofftiere oder sowas platzieren. Nicht Haustiere. Damit das als Kinderzimmer abgegolten wird. So, perfekt. Das ist doch schon gut. Das reicht dann auch schon, ne? Dann können wir noch eine Stehlampe platzieren. Einmal für den Schreibtisch hier die goldene. Das heißt, der Schreibtisch selber. Und Nachttischlampen. Und dann nehmen wir hier die. Zack und zack. Und dann wäre das erstmal dieses Teenagerzimmer. Reicht, ne? Ja. Nicht groß, nicht viel, aber passt schon. So, dann haben wir das Teenagerzimmer. Dann können wir als nächstes hier das Zimmer machen. Das wird ein Jungenzimmer. Und da schauen wir mal, was wir mit der Farbe machen. So sieht das Zimmer jetzt aus. Ich habe eine lila-gelbe, ja, farbene Tapete genommen, damit wir das Thema Lila ein bisschen aufgreifen. Aber ein Gelb als Kontrast genommen, damit einfach ein Junge möchte nicht in einem lila Zimmer schlafen. Und deshalb machen wir das jetzt so. Und wir machen als allererstes Vorhänge. Da haben wir nämlich hier diese wunderschönen passenden zur Tapete. Die benutzen wir auch. Und da passen nämlich sehr gut dahin und dann montieren wir den ganzen Spaß. Einfach nochmal, um, wie gesagt, das Thema Lila ein bisschen aufzugreifen.
Aber ja, wie gesagt, keiner möchte in einem knalllilanen Zimmer leben. Also zumindest kein Junge. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen schon, aber ich gehe jetzt erstmal vom Klischee aus. Und ja. Gut, dann machen wir eine Zimmerdecke rein. Dann nehmen wir hier die bunte. Und dann haben wir auch Licht. Und dann natürlich Heizung und Klimaanlage. So, das hätten wir und dann können wir uns um die Möbel kümmern. Wir machen hier ein jungen Einzelzimmer raus und schauen mal, was das hier für Betten so hergibt. Das wäre vielleicht in Ordnung, vorausgesetzt, wir machen hier eine andere Bettwäsche drauf. Moment, wir nehmen das andere. Das hier. Ah, da ist ja nur die Matratze drauf, ne? Moment, wir gucken mal bei in dem Sinne Erwachsenensachen. Da haben wir doch hier auch diese Kinderbetten, ne? Genau. Vielleicht das hier einfach nehmen mit einem hellen Holz. Dann machen wir die Sachen einfach blau oder hier so meliert. Ja. Dann würde ich das so dahin machen. In die Ecke. Und dann schauen wir mal nach einem Kleiderschrank. Oder erstmal nach dich. Nehmen wir hier die Variante. Und dann nach einem Kleiderschrank. Nehmen wir denselben wie bei dem Mädchen. So. Und selbstverständlich kommt hier auch ein Schreibtisch rein. Da schauen wir mal, da können wir ruhig was Massiveres nehmen, weil es platztechnisch einfach hier gut reinpasst. Und da nehmen wir hier so ein dunkelblau. Und machen das hier so in die Ecke. Und dazu halt entsprechend auch der passende Stuhl. So, das hätten wir. Dann können wir noch ein Regal reinmachen. Und dann haben wir schon fast. Dann einen Teppich. So. Und ein Spiegel. Ja, haben Jungs Spiegel im Zimmer? Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein.
Das, also, keine Ahnung. Gut, dann können wir hier nämlich auch das Bild hier reinmachen. So. Ja, in die Ecke können wir wahrscheinlich dieses ein oder andere Eckregal sogar reinmachen. Wir haben hier nämlich hier diese Dreiecke. Die. Und da können wir einfach weiß nehmen und dann knallen wir die hier in die Ecke. So, und dann hat er da noch ein bisschen Stauraum. Und dann möchte ich gerne so ein Sitzmöbel haben. Vielleicht nicht sowas, aber die Kinder hatten auch sowas in der Art, ne? Okay, nur hier sowas, aber das können wir, glaube ich, einfach nehmen. Hier so zwei Stück einfach dahin. Und dann passt das schon. Und dann können wir uns um Zubehör kümmern. So, dann zählt es schon als zweites Kinderzimmer. Das ist sehr gut. Und das können wir dann hier irgendwo hier hinstellen. So, dann brauchen wir noch eine Nachttischlampe. Da können wir hier diese Variante nehmen oder die hier, Katze. So, nehmen wir die hier. Ja, das war das zweite Kinderzimmer. Und dann gehen wir weiter ins nächste und letzte Kinderzimmer. Und machen hier auch erstmal die Wände. Das zweite müsste auch ein Junges sein, ne? Ja, sieht so aus. Bei Kinder und Oma. Ja, sieht aus wie ein Junge. Nehmen wir. Machen wir Junge. So, hier habe ich jetzt ein ähnliches Thema genommen, wie das Pendant zu der anderen Tapete und auch ebenfalls ein Gelb. Ich glaube, damit wären die Jungs so semi zufrieden. Und dann machen wir ebenfalls die Lampe rein. Das ist ja das zweite Jungszimmer. Und dann fangen wir hier auch mit den Vorhängen an und entsprechend danach mit Heizung und Klimaanlage. Da haben wir das Pendant. Ja, haben wir. Gut. So, nehmen wir das. Das. Machen hier auch Vorhänge rein. So, damit wäre das auch fertig. Und dann können wir jetzt Heizung und Klimaanlage machen, reinmachen. Nehmen wir hier da die Heizung und die Klimaanlage. Packen wir hier so zentral da rein. Und dann können wir das Ganze auch installieren. So, das hätten wir. Und dann die Klimaanlage. Da wäre das. Dann können wir auch wieder hier ein Einzelbett reinmachen.
Und dann nehmen wir da auch wieder hier bei den Erwachsenen die Betten, weil die sind einfach ein bisschen besser. Dann nehmen wir hier auch dasselbe Bett, würde ich sagen. Nehmen wir auch hier das, ja, nehmen wir einfach dasselbe. So, das machen wir dann hier rein. Und dann dazu entsprechend auch Nachttische. Dann nehmen wir dieses Modell. Das ist schon ein bisschen hoch, ne? Dann vielleicht nicht ganz so hoch. Auch zu hoch. Ja. Das ist okay. So, haben wir das. Und dann brauchen wir selbstverständlich noch einen Kleiderschrank, dann nehmen wir das und knallen es dann hier wieder in die Ecke. So, das hätten wir. Und dann kommt auch hier ein Schreibtisch rein. So, den machen wir unter das Fenster hier und dazu auch ein Stuhl. So, weil die müssen ja Hausaufgaben machen und dann braucht man das. So, dann Teppich. Dann machen wir hier auch einen Wandspiegel rein. Vielleicht den und dann den hier. Und auch diese Sitzdinger. So. Und dann können wir ein Bild aufhängen. Ein Poster von einem Sandwich. Dann kriegt man nachts auch schön Hunger. So. Und dann brauchen wir selbstverständlich hier auch Spielzeug. Und dazu brauchen wir erstmal irgendwas zur Aufbewahrung. Also da gucken wir erstmal nach einem... Nehmen wir hier vielleicht auch diese Eckregale. Die auch größer. Ne, die gibt es auch nur so. Und so. Okay, dann nehmen wir halt wieder das hier. So, und darauf können wir dann entsprechend das Spielzeug platzieren. So. Und dann brauchen wir noch Lampen. Dann nehmen wir hier einmal den Waschbär, machen das an und selbstverständlich eine Schreibtischlampe. Haben wir die im anderen Raum gemacht? Dann die Elternschlafzimmer. Nein, also machen wir die jetzt auch mal direkt hier hin. Gut. Ja, ich würde sagen, das war dann das dritte Kinderzimmer. Halt, weil es sind zwei Jungs und ein Mädel. Das ist halt dann das erste Jungenzimmer, hier dann das zweite. Dann haben wir hier das dritte und das Elternschlafzimmer. Dann haben wir nämlich alle Schlafzimmer hier oben. Und dann machen wir nur noch das Badezimmer.
und machen hier auch erstmal die Fliesen. So, das wäre jetzt das Bad Nummer 2. So sieht das jetzt aus. Halogenlampen sind schon drin. Die können wir auch einfach drin lassen. Und dann installieren wir hier eine Badewanne. Wird ja auch mal kurz direkt installieren schon, weil ich nicht genau weiß, ob das jetzt so passt, wie es dahin soll. Ja, genau so sollte es sein. War ich mir nämlich jetzt wieder mal mit den Anschlüssen nicht sicher. So. Dann kommt hier ein Klo hin. Vielleicht doch einen Ticken rüber. Weiter zur Badewanne. So. Und dann hier das Waschbecken. Und dann natürlich eine Handtuchheizung. Die passt nämlich perfekt dort da auf die Wand. Und dann machen wir als nächstes die Toilette rein. Da brauchen wir was ganz Schmales. Geht das vielleicht? Ganz so groß. Und hier ein Waschbecken. So, dann hätten wir auch das. Dann fehlt nur noch die Handtuchheizung. So, das hätten wir. Und dann können wir uns an die Dekoration machen. Hier muss natürlich ein Teppich rein, dann nehmen wir ein grauen, machen wir das einmal so, dann kriegt man auch keine kalten Füße beim Scheißen. Und dann nehmen wir erstmal die Badezimmerdekoration, diese 0x15, die wir immer haben, eine Klobürste. So, einmal das. Haben wir gar keinen Platz mehr für die Handseife, ne, ich Idiot. Hast du da rein? Oh ja, perfekt. Alles erstmal solide vollgestellt. Man kennt's. So, dann die einmal hier hin. Und die Wandhandtücher. Machen wir einfach hier hin. Eine große Familie, also brauchen die auch viele Sachen. Dann Toilettenpapier kommt dahin und dann brauchen wir einen Mülleimer noch. Dann nehmen wir wieder denselben, wie wir unten genommen haben. Den knallen wir einfach daneben, weil der ist schon groß, ne? Und dann einen Wäschesammler hauen wir einfach hier hinten in die Ecke, da stürzt niemanden. Und dann können wir nämlich noch Bilder und den Spiegel haben wir noch vergessen. Sowas halt hinhängen. Den ganz großen würde. So, den hier. Und dann können wir noch Pflanzen platzieren. So diese Hängepflanzen hier.
Und dann können wir in der Mitte noch ein schönes Bild hinmachen. Das vielleicht nicht. So, in der Größe. Das passt dann besser. Und dann würde ich das auch schon so lassen einfach. Die Wand können wir ruhig leer lassen. Und Schränke passen hier keine rein. Das war dann das Bad Nummer 2. Dann wären wir mit der oberen Etage komplett fertig. Bad ist drin und die 4 Schlafzimmer. Und dann können wir nämlich runter in den Keller. Und hier unten erstmal weitermachen. Wir ziehen jetzt erstmal die Wände hier rein. Das können wir hier ohne Probleme so lassen. Und das hier auch, ja. Dann würde ich hier nämlich noch ein Badezimmer hinmachen, weil hier unten ja die Oma einzieht. Dann würde ich hier unten quasi noch eine separate Wohnung reinmachen. Also hier dann das Badezimmer, dann hier Wohnzimmer und dann hier ein Schlafzimmer. Und dann würde ich hier noch ein Bad hinmachen. Das ist die Sauna. Ein bisschen klein, oder? Ja, die reicht schon. Und dann die Deckenlampe stört. Gefragt ist, hä? Nein, das war falsch. So. So, ne? Dann kommt man nämlich hier noch in die Ecke rein und hier und dann hat man hier so die Zimmer. Und dann hat man hier ein Badezimmer und dann haben wir hier noch die Sauna. Und dann hier den Rest. Dann würde ich nämlich anfangen. Moment, das machen wir hier oben noch zu eben. So. Genau. Die Wände zu machen und den Boden. So sieht das Ganze jetzt aus. Hab denselben Boden genommen wie oben und dann habe ich hier eine Kontrasttapete genommen und ein helles Lila, damit es nicht allzu duster hier unten wird. Und dann machen wir als allererstes Türen rein. Und zwar dieselben wie oben, würde ich sagen. Die einmal in Wänge für die Schlafräume oder Aufenthaltsräume eher gesagt. So einmal da rein, einmal hier rein und dort kommen andere rein. Dann nehmen wir hier die. Oben haben wir auch Holzkontrast genommen, wenn ich mich recht erinnere. Und oben ein Glas. So. Kommt dann da rein und da kommt dann die typische Saunatür rein. Hedi. So, dann haben wir nämlich das auch noch. Dann haben wir hier unten nämlich eine separate Wohnung. Und dann beginnen wir in der Sauna und im Badezimmer. So sieht
das Ganze jetzt aus. Ich habe hier nochmal die grauen Fliesen von der Treppe aufgegriffen und dazu halt den typischen leeren Boden. Außerdem habe ich die Sauna schon ausgekleidet mit Zedernholz. So sieht das Ganze jetzt aus. Und dann können wir erstmal eine Lampe reinmachen. Und dazu dann der entsprechende Lichtschalter. So, und dann können wir auch direkt die Sauna-Lampen reinmachen. Und ebenfalls dazu einen Lichtschalter. Gut, dann hätten wir das schon gemacht und dann können wir jetzt die Anschlüsse verlegen. Einmal brauchen wir hier unten eine Dusche. Diese Ecke hier ist perfekt für eine Dusche. Wie dafür gemacht. So. Die montieren wir einfach direkt schon mal, würde ich sagen. Oder wir lassen die Anschlüsse einfach erstmal auf. Und dann würde ich hier eine Toilette hinmachen. Wo das eigentlich ziemlich unvorteilhaft ist, wenn man in der Sauna ist, dass man genau aufs Klo starren kann. Gut, dann ändern wir gleich die dann machen wir das an den Sitzbänken irgendwie. Keine Ahnung. Und hier ein Waschbecken. Dann montieren wir direkt mal die Dusche. Und da nehmen wir hier eine Eckdusche, die hier gerade so reinpasst. Genau exakt mit dem Türrahmen, ey. So, dann haben wir nämlich die hier. Dann die Toilette. Dann nehmen wir wieder ein schmales Kompakt-WC hier. Und natürlich das Waschbecken nicht vergessen. Da können wir hier ruhig das hier nehmen. So, das wäre das dritte Badezimmer und dann platzieren wir auch direkt Möbel. Und dazwischen können wir einen Spiegel platzieren. Nehmen wir nicht das, das ist blöd. Nehmen wir den passenden dazu. Dann haben wir das da fertig. Und dann nehmen wir erstmal einen Teppich. Legen wir hier den wieder rein in Grau. Und dann Spiegel haben wir eine Uhr. Wir haben oben im Bad nämlich, glaube ich, auch vergessen. Das ist auch nicht so schlimm. Und dann können wir weiter nach Pflanzen erstmal gucken. Die machen wir da dran. Und des Weiteren halt für die 0-15 Sachen. Da hier unten nur die Oma ist, können wir auch nur eine Zahnbürste platzieren. Unten ihre Ruhe hat. Was habe ich hier? Oh Junge. Oh. Das dahin.
können wir hier so ein Handtuch hinstellen. Und welche hinhängen. So, einmal da. Und natürlich das Klopapier nicht vergessen. Und der Mülleimer. Und ein Wäschesammler ist, glaube ich, sehr von Vorteil. So. Dann können wir da drüber noch eine Handtuchheizung hinmachen. Ja. So, das passt dann auch ganz gut. Und dann wäre das unser drittes provisorisches Badezimmer für die Oma. Dann können wir jetzt hier erstmal die Sauna reinmachen. So. Und dann einmal so, ne? Aber das Kleine passt jetzt auch nicht mehr da rein, oder? Doch, geil. Dann haben wir hier die Saunabank. Dann nehmen wir hier eine Sanduhr. Und ein Thermometer. Und selbstverständlich dürfen hier der Ofen nicht fehlen. So, machen wir diesmal das hier und dann eine Kopfstütze. Können wir hier auch platzieren und dann wäre die Sauna schon fertig. Licht haben wir ja schon gemacht und dann wäre das die Sauna. Ja, und das ist das Bad. Gut, dann haben wir das schon fertig. Dann gehen wir hier weiter. Moment, das ist... Ja, okay. Dann machen wir hier einen Küchenwohnbereich raus. Aber erst kümmere ich mich hier um die Wände. So sieht das Ganze jetzt aus. Einmal so und einmal so. Dann würde ich sagen, fangen wir mit der Küchenzeile an. Das wird nur eine ganz kleine Küche. Nichts Großartiges, aber eine kleine Küchenzeile. Da gucken wir mal, was wir an Sets einfach haben. Am besten eins, wo beides schon vorhanden ist. Ja, so ist das doch in Ordnung. Und es zählt nicht als Küche. Ich könnte kotzen. Warum ist das denn so immer? Hier ist gar kein Waschbecken bei. Die beiden passen nicht nebeneinander. Da müssen wir wieder selber dran.
da nehmen wir einfach Hedi und hauen ein Waschbecken dran. Und es zählt auch nicht als Küche. Fick dich doch. Das habt ihr nicht gehört. Gut, dann müssen wir es doch einzeln machen. So, ne? Dann können wir Hängeschränke drüber machen. Nehmen wir einfach die hier. So, aber da würde ich noch den einen oder anderen Schrank nebenhängen. Oder diesen einen. Passt auch perfekt. Sehr nice. Und dann hätten wir das schon. Dann können wir einen Esstisch platzieren. Einen ganz kleinen hier, den. Den machen wir einfach hier so dran. Wie das Olmgen, damit die einsam und verlassen hier unten essen kann, alleine. So, die Stühle passen natürlich überhaupt nicht. So, ne? Gut, um Deko kümmern wir uns gleich. Wir richten erstmal den Raum im Groben ein. Dann auf jeden Fall kommt hier noch das Wohnzimmer rein. Da braucht die nichts Großes, aber auch nicht allzu Kleines. Das ist doch für eine alleine super. Und für Besuch, falls mal welcher kommt. Und dann natürlich ein Tisch, ein Sofa, ein Tisch und ein Fernsehschrank, heißt sowas. Hier so. Einmal das. Und dann nehmen wir den hier. Und dann war es das im Groben und Ganzen schon. Dann können wir uns um die Dekoration kümmern. Nehmen wir einmal den hier, einmal dafür und einmal für unter den Tisch. Ja, passt schon irgendwie. Und dann können wir erstmal Pflanzen platzieren. Kleinere und eine Uhr und dann kümmern wir uns erstmal um den Fernseher. So. Und ein Wandtelefon, damit die sich hier oben gegenseitig anrufen können.
Gut, dann haben wir das. Dann möchte ich erstmal eine neue Deckenlampe haben. Ich hätte gerne erstens hier diese wieder über den Tisch. Und dann eine andere, noch etwas kleinere, nehmen wir hier die. Hier. Und dann ist es auch hell genug. Dann können wir natürlich auch noch eine Stehlampe platzieren. Hier sowas vielleicht. Und dann hätten wir das für die Oma im Großen und Ganzen. Und dann können wir noch mal nach Regalen gucken, was wir dann nehmen. Vielleicht einfach hier das und knallen das. Oh Gott, das passt hier gar nicht mehr rein. So. Das dahin und das hier kommt einfach hierhin. Punkt. So. Dann können wir noch auf den. Das hier. Gott, Wortfindungsstörung. Eine Lampe platzieren. Außerdem hier und da noch stehende Deko. Hier sowas. Und sowas. Und dann noch ein Bilder oder so. Damit die Oma hier auch immer weiß, wie es draußen aussehen könnte, wenn sie unten eingebuchtet ist. So, ne? Dann ist das Wohnzimmer und Küche. Küche müssten wir noch ein bisschen einrichten. Das hier, wir haben eine Spülmaschine, also braucht ihr nicht dieses Abtropf-Dingsbums. So nämlich, ne? Aber hier hinten ist es schon ein bisschen dunkel. Vielleicht machen wir unten noch so eine Leuchtstoffröhre rein. Und eine Dunstabzugshaube. Die machen wir, glaube ich, als erstes rein. Moment, Küche. Hier so eine kleine. Genau, und dann noch eine separate Lampe. Hier so eine Leuchtstoffröhre, so eine kleine. So, ja, das ist doch besser. Ja, guck doch. Ja, so ist gut. Dann haben wir das hier. Dann gehen wir hier ins Schlafzimmer und machen hier erstmal die Wände. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe jetzt wie oben die Tapete genommen für das Elternschlafzimmer. Genau, ich habe gesehen, die Heizung fehlt hier. Ich kann auch die Oma hier nicht ohne Heizung sitzen lassen. Und natürlich die Klimaanlage. Wird hier ein Luxuskeller, liebe Leute.
So, das hätten wir. Und dann noch die Heizung eben schnell. So. Dann hängen wir das Bild nochmal gerade. Schön, dass das jetzt nicht mehr passt. Gut, dann bleibt es da halt hängen. Mir auch wurscht. Gut, dann haben wir das und dann können wir hier weitermachen. Dann machen wir nämlich dasselbe, nämlich hier auch eben. So, das wäre das dann. Dann richten wir erstmal ein. Hier muss natürlich auch, ja, ich meine, hier könnten wir auch ein Einzelbett hinmachen, aber wir machen hier ein bequemes Doppelbett rein. Oder wir nehmen das da. Dann nehmen wir doch das hier. Und meine Oma wird da nicht drin schlafen, um ehrlich zu sein. Und sowas eher. So, nehmen wir das. Gut, dann haben wir das. Und dann brauchen wir Nachttische. So, einmal das und natürlich ein Kleiderschrank. Dann hat vorübergehend erstmal das Schlafzimmer alles, was es so braucht. So, dann machen wir das einmal so. Und dann gucken wir mal nach einer vernünftigen Deckenlampe. Dann nehmen wir, glaube ich, auch hier die Variante. Und das erstmal weg. Wir machen hier erstmal eine vernünftige Lampe rein. Und dann gucken wir direkt nach Stehlampen. Oh, die ist ja süß, die ist ja voll klein. Die machen wir dahin. Gut, dann hätten wir das auch. Und dann können wir schon nach Deko gucken, weil hier soll nicht allzu viel rein. Mal für den hier. Ein Spiegel. Auf jeden Fall. Den machen wir uns hier schön an die Wand. Und hauen uns dort hier so Dinger vor. Ja, passt nicht ganz zur Bettwäsche. Ich glaube, da haben wir auch keine Variante. Das ist nicht das auf dem Bild, das ist das. Ja, okay. Dann machen wir das so. Und holen uns da noch eine Stehlampe rein, weil es dann doch noch ein bisschen dunkel hier ist. Und dann würde ich hier... Nee, die ist hässlich. Die schlicht... Die vielleicht doch nicht. Dann nehmen wir die hier. Und machen da nochmal Licht und dann haben wir es. Dann haben wir hier noch einen riesengroßen Platz.
Da könnten wir vielleicht noch einen Schrank hinstellen. Vielleicht, oh, sogar den hier einfach. Und da drüber halt Bilder. Das vielleicht nicht, das ist ein bisschen zu groß. Das vielleicht. Und dann haben wir hier trotzdem noch sehr viel Platz und viel Leere. Machen wir das einfach so, oder? Es ist sehr leer, weil wir keine Fenster haben, die Raum einnehmen. Vielleicht noch die eine oder andere Pflanze. Vielleicht etwas Größeres. Ja, das sieht schon. Das macht schon mehr her, da hinten in der Ecke. Gut, dann würde ich das nämlich so lassen. Und dann hätten wir hier nochmal das Schlafzimmer für die Omi. Dann wären wir hier soweit durch. Dann würde ich nochmal ein bisschen den Flur hier dekorieren. Außerdem erstmal eine vernünftige Deckenlampe platzieren. Da würde ich etwas Flaches nehmen, dann vielleicht dann doch hier etwas. Oder wir lassen die hier einfach hier hängen. Und hängen hinten eine zweite hin. Ja. Gut, dann können wir nämlich hier vorne auch ein Teppich hinlegen und. Und vielleicht noch hier und da ein paar andere Sachen. Der passt doch perfekt hier rein. Dann machen wir hier auch Pflanzen rein. So. Dann können wir hinten in der Ecke würde ich gerne noch einen Sessel oder so hinmachen. Nehmen wir denselben wie oben. So, hier so eine. Junge, geh da runter. Hier ist so eine Sitzecke. Dann können wir da auch vielleicht noch einen Tisch platzieren. Gibt es doch den hier, genau. Einmal hier hin, zum Kaffee trinken. Und dann ein Bücherregal, wo wir Bücher natürlich reinmachen können. Dann machen wir nämlich hier so eine Mini-Bibliothek hin. So. Und was vielleicht was für die Wände. Dann nehmen wir, glaube ich, hier wieder diese Würfel. So. Und eine Leselampe darf natürlich nicht fehlen, die braucht man. Dann nehmen wir hier die Variante, dieselbe, die wir im Schlafzimmer stehen haben. Machen wir einfach bam drauf. Und das dürfte dann reichen. Dann nehmen wir noch einen Teppich dazu, dann nehmen wir denselben, wie wir im Flur liegen haben. War den hier. Der passt nämlich hier ebenfalls sehr gut in die Ecke rein. Und dann haben wir hier so eine schöne Ecke noch. Ja. Und dann noch, könnten wir noch so eine Garderobe hier reinmachen. Im Flur, so. Damit die Oma hier auch ihre Sachen platzieren kann. So, nämlich, ne? Ja. Das war's, würde ich sagen. Mehr würde ich nicht machen. Also hier haben wir noch so eine Ecke, dann haben wir hier das Badezimmer zusammen mit der Sauna. Hier Wohnzimmer und Küche. Und das Schlafzimmer für die Oma. Das ist doch ganz gut gelungen hier. Dann geht man hier so oben hin. Macht das so. Und dann sind wir hier im Wohnzimmer und Esszimmerbereich. Achso. Hier ist die Küche. Hier haben wir Badezimmer und kleiner Waschraum. Ja, der Flur.
Dann kann man nach oben. Hier ist nochmal ein kleiner Flur. Dann haben wir hier das erste Kinderzimmer. Ohne Deckenlampe. Da ist gar keine Deckenlampe drin. Zum Glück sind wir nochmal oben. Nach oben gelaufen. Moment, wir machen hier so diese Lotusblüte rein. Die Deckenlampe vergessen. Genau, hier ist das Kinderzimmer Nummer 2. Und hier das dritte. Dann haben wir hier noch das Bad, das dritte. Und hier das Elternschlafzimmer. Genau, das war's nämlich mit dem Haus. Dann können wir in den Garten reingehen. Thank you.
So, ich wäre dann mit dem Garten fertig. So sieht das Ganze jetzt aus. Also das Haus habe ich nicht verändert optisch, aber ja. Ich habe mich für die amerikanische Variante des Gartens entschieden und versucht das auch so gut wie möglich umzusetzen. So sieht das ist halt beide Seiten gleich. Dann habe ich hier eine Trennwand reingemacht. Oder halt einen Zaun, ne? Und was Besondere ist, ich habe jetzt ausnahmsweise mal die Terrasse einmal komplett ums Haus herum gemacht. Hier habe ich noch so Blumenkübel gemacht und hingestellt und eine Bank. So, dann kann man hier nämlich einmal rumgehen. Dann haben wir hier nämlich hier die Seite. Und so sieht das auch aus. Da habe ich jetzt Bäume gepflanzt in die Mitte statt Büsche. Und dann habe ich hier eine kleine Spielecke hingemacht für die Kinder, die hier einziehen werden, hoffentlich. Und ja, das ist es. Und dann geht die Terrasse halt hier weiter. Hier habe ich den Pool. Und dann geht die hier auch weiter, die Terrasse, und einmal so rum. So, hier habe ich halt Liegebereiche. Ausnahmsweise habe ich mal diese komischen Dinger hier genommen. Sieht scheiße aus, aber dann habe ich sie einmal benutzt. Hier habe ich wieder eine Sitzecke, wie immer, in die Ecke gemacht, weil hier ist halt zu wenig Platz. Genau, und dann kommt man hier nämlich auch wieder auf die zweite Seite. Ähnlich gemacht wie auf der anderen. Und ja, so sieht das Ganze aus. So, hier ist auch kein Durchkommen, also da muss man wirklich über die Terrasse gehen, was aber auch kein Problem ist. Und hinten kommt man dann raus. Genau, hier ist halt dasselbe. Und ich habe natürlich halt die Terrasse neu gelegt, neu gepflastert. Hier vorne war ja gar kein nichts an Eingangsbereich, nur der Weg zum Tor. Genau, so sieht das dann halt aus. Und natürlich wie immer alles ausgeleuchtet. Und das lassen wir mal eben bewerten. Und es sieht scheiße aus. Gut. Die Pflanzen waren wohl nicht die richtigen, aber wir haben eine Wertsteigerung von 25%. Das reicht, das ist die Hälfte von das, was man erreichen kann. Also ist das okay. Gut, dann können wir verkaufen. Ja, dann haben wir trotzdem noch. Ich habe das Familienzimmer vergessen. Sehe ich gerade da in der Bewertung. Dann haben wir trotzdem einen sehr guten Gewinn gemacht. Immer noch 105.000. Das ist ein stolzer Gewinn für das Haus, muss man mal dazu sagen. Genau, das Familienzimmer fehlt. Das habe ich wohl vergessen. Genau. Und die Zimmer sind hier auch korrekt. An die Familie wollte ich ja verkaufen. Also nehmen wir es an und haben einen richtig fetten Gewinn mit nach Hause genommen. Und damit verabschiede ich mich in die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Haus.